Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Kurt hat uns gerade zuletzt angesprochen, wegen einer Rekrutin, ob wir die... Greenblood, tell me, do you remember that young recruit I spoke to you about? I would still like to present him to you. So then, would you like to accompany me to meet him? Das machen wir gleich. I don't have time now. Anything else? I must leave you. So, das machen wir dann später. Wir gucken jetzt erstmal, weil Vasco hat nämlich auch noch was. Was ist das denn hier? Lager nehmen, heimen, ha. Da haben wir ja nichts drinne. Vasco will auch was von uns. Was will er denn? Desarde, I have a favor to ask. Very well, I'm listening. Do you remember the story of Jonah? Of course. Well, I'm like him. A donation to the sea. My family also gave me to the Nauts. I don't know anything about my real family, except that they are probably affluent and from the congregation. When I was born, the Nauts and the merchant princes had a complex relationship. I must have been used to settle a debt or forge a truce, but that doesn't matter. The mystery of my origins has now become an obsession. I need to know where I come from. If I were patient enough, I'd wait to become a fleet commander, and then I would be told. But since being laid off, such a promotion seems somewhat improbable. And you want me to help you find this information? You understand correctly. The records of all seamen stationed on the island are in their respective ports. Mine must be in the harbor office in New Serene, and it must contain my family name. But if I go there, I'd be spotted right away. Could you go there and bring the file to me? Another time, maybe. Alas, I'm too busy at the moment. I understand. Come back when you have more time. Did you want anything else? Ja, machen wir gleich. I must leave you. Machen wir definitiv gleich. Bitte, Vasco, deine Hilfe an. Ach, mein Gott, so viel zu tun hier, ey. Ach, ich jetzt schon wieder. Ach, mein Gott, nee. Aber ich kann jetzt, sprich mit Siora. Honor Manawi. Do you need something? No. I must leave you. See you later. Ich kann jetzt, glaube ich, auch nicht fixen, ne? Oder? Doch, ich kann ihn jetzt in deiner Gruppe zufügen. Ja gut, die würde ich aber gerne mitnehmen, trotz alledem. Ich brauche jetzt nichts vom Händler. Reise wieder aufnehmen. Ich muss zu diesem Dorf. Ich will wissen, wie es da aussieht. Bin schon ganz gehypt. Vedra, die roten Wälder. So. Aha. Wir werden jetzt gleich angegriffen. Genau, ich konnte gerade auch nicht speichern. Das mache ich jetzt mal eben. In dem Lager kann man nicht speichern. So, wir schleichen uns nicht vorbei. Wir kämpfen. Gib no magic. Drink a potion. Oh, ich habe keine Munition. Okay, das ist kacke. We are arriving in my mother's village, Vedrice. There are wild beasts around it. We must be careful. The guys Rad, the Red Spears, know how to defend themselves, but we must be careful on the way there. Okay. Müssen auf der Hut sein. Man könnte hier so nicht so richtig lang. Es ist wirklich so ein bisschen wie bei Dragon Age Origins gemacht. Also es ist, die Spielwelt ist nicht komplett offen. Also wir haben nur einen vorgegebenen Pfad, den müssen wir halt belaufen. Und wir haben halt diese Schnellreisefunktion ohne Ende. Also es ist wirklich wie Dragon Age Origins. Tja, Leute. Viele haben sich ja mal beschwert, dass so ein Spiel nicht mehr kam, ne? Also, ihr habt es wieder. Cool, 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 cool. Das Lager. Das müssen wir jetzt freischalten. Genau.
Lagerplatz in irgendeinem Museum mit deiner Karte angehen. Du kannst von hier aus auf eine Reise antreten oder diesen Ort Reiseinterface als Ziel auswählen. Hier kannst du Gefährten dabei rufen, verwalten, kannst Truhe, Werkstatt, ausruhen, die Zeit schneller vergehen lassen. Sehr schön. Oh, wir werden schon erwartet. Da steht schon jemand. Hä? Moment. Wir haben gerade Wache gehalten. Hallo? Okay, ich bin gerade gegen dich gelaufen. Scheint dich nicht zu stören. So, ich muss mir mal die ganzen Eingeborenen hier mal angucken. Die sehen ja eigentlich alle recht normal aus. Hier sind irgendwelche komischen Steine. Und irgendwelche komischen... Das ist Fisch. Das ist nicht komisch, das ist einfach nur Fisch. Von wo? Oh. Bär! Oder ich, keine Ahnung, das sieht aus wie ein Bär. Schön, dass die anderen ja alle mitkämpfen. Finde ich super. Ich finde das gut, dass sie mitgekämpft haben. Oft ist das ja nicht so, ne? Was ist denn da oben überhaupt? Da ist noch was. Ist ja einer verschleppt worden. Da ist auch noch so ein Vieh. Scheiße. You've no magic left. Drink the potion. Und noch mehr. Move away. Things are about to get dicey. Erledigt. Das ist eine Höhle. Höhle. Und hier die ganzen... Oh mein Gott. Ah, ist ja so. Es haben sich viele Leute immer wieder beschwert. Ah, macht mal wieder so ein Spiel wie Dragon Age Origins mit den ganzen, der ganzen Taktik und so. Kann man hier ja jetzt, ich glaube, jetzt hier zwar nicht so ganz, ne, machen, aber immerhin. So, und was ist das denn hier? Und das hier ist ja so und so ein bisschen wie Dragon Age Origins. Da hatten wir ja auch nur so und so diese Gebiete. Und wenn man die verlassen hat, musste man per Schnellreise. Und dann das mit dem Lager, mit der Schnellreise. Dann hatte man, dass man nur bis zu einer bestimmten Straße laufen konnte. Oder nur bis zu einem bestimmten Fleck. Und an diesem Fleck wurde man dann halt angegriffen. Von Banditen oder so. Und genauso ist das hier auch aufgebaut. Und das ist mega geil. Wirklich mega geil. So, wir gehen natürlich jetzt höflich um. Es ist schon wieder gleich dunkel. Aber wir haben ja auch 6 Stunden fast gebraucht, um hier hinzukommen. Ich finde das eigentlich... This is where the spears of all past warriors are gathered. The branches are reclaimed by the tree and bring strength to the village. Okay, dann haben sie ja noch nicht viel verloren, oder? Ich finde das krass gut. Wir haben ja Siora dabei. Würden wir... auch so ungeschoren ins Dorf gelangen können, wenn wir Siora nicht dabei hätten. So, schönen guten Tag. Das war... Ato on Olmanawi. Nee. Do you want to trade? Gerade nicht. Hier ist schon wieder so eine Leuchtkugel. Mhm. Oh, da muss ich hin. Das Wasser. Oh. Kann man ins Wasser gehen? Nein! Wie kann man nur so was machen und dann sagen, du kommst nicht ins Wasser. Das ist so gemein. Gott, es leuchtet gerade alles und es wird gerade alles so dunkel und oh. Ich bin happy. So, jetzt treffen wir hier die Mutter von Siora. Who do you think you are? By what right do you enter the home of our queen? I am the emissary of the Congregation of Merchants. I have come to meet your leader. Come now, Arwant, you are not a watchdog. Where is my mother? Siora,
I didn't see you. You have come too late. Your mother has gone to wage a war. They left for Didekidn Nadageis only a few hours ago. Oh no. We need to catch up with them and avoid the shedding of blood. Please, haste. Very well then. Let's be off. Okay. Geh mit Siora zum Schlachtfeld. Deshalb muss ich hier jetzt ein bisschen plündern. Hübsch eingerichtet hier. Das sind echt coole Lampen, ey. Mal ohne Scheiß. Wo ist denn das Schlachtfeld? Kann ich... In order to go toward Didegiden Nadagis. We must follow the path leading toward the heights and to the forest. Achso, gedrückt halten. So, von da kommen wir. Wir müssen dahin. Oh. Oh, mein Gott. Scheiße. Wie kommen wir denn dahin? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mal mehr, von wo wir gekommen sind. Wir sind von da oben gekommen. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Na doch, jetzt sieht man die ganzen Speere. Ah, ein Fuchs. Oh mein Gott, wie süß der war. Der Rabe da. Oh, das ist... ich sag doch, die Details, ne? Die Vögel, die da sitzen, der Fuchs, der da jetzt gerade durchgerannt ist. Oh Gott. Wait. We should go left here. It's a more difficult path, but it's much shorter. Look at the tracks. They chose to take the path on the right, it would seem. Before a battle, it makes sense that they wanted to avoid a path with more danger. If it is dangerous, let's not risk braving it when time is against us. We risk meeting a great many beasts. But if we follow the warriors, we risk catching up with them too late to sway them. Ja, toll. Dann gehe ich nach links. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich habe schon was gehört. Thanks for listening to me. I fear my mother may have already thrown herself into the battle. Ja, kein Problem. Ach, Hajimini. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Vieh? Das sieht uns doch nicht, oder? Boah, ne, den können wir ja noch gar nicht besiegen, ey. Oh, da kommen wir auch noch gar nicht hin, Gott sei Dank. Was ist das da? Kann man da durch? Nee. Ach. Ich werde speichern. Definitiv. Wir könnten auch schleichen, warum nicht? You've no magic left. Drink a potion. Move away. Things are about to get dicey. Close to is a richness, Kiri. You're running out of energy. Drink a potion. Ich habe den Tag wieder gerettet hier. Man hört zwar bestimmt die ganze Zeit klack, 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 klack. Aber jo. I can't do that. Schleichen. Ja, da ist das hier da hinten das Vieh da. Nee, ich muss das jetzt auch noch nicht können. Danke. Wo soll ich jetzt hin?
jetzt auch hier lang. Ach, das ist das Lager. Alles klar, okay. Mhm. Wir könnten uns ja jetzt auch an ihnen vorbeischleichen. Aber wir wollen ja auch aufsteigen. You've no magic left. Drink a potion. Move away. Things are about to get. Was ist denn jetzt los? Ach, ich bin aus dem Kampf geflohen. Ich habe keine Munition mehr. You're running out of energy. Drink a potion. Found it, Dara, Grimma, Deram, Dam. Okay, ich muss mal jetzt schnell aufstehen. Okay. Ich komme hier gerade nicht weg. Move away! Things are about to get dicey! You've no magic left! Drink a potion! Mein Gott, ey. Your armor is broken, Salgad! Close to Issa, Rechnes Tiri! Du steckst da gerade im Baum fest. Wir helfen mal. Ja, eine Menge Monster. Mhm. Mhm. Sehr viele Monster. Hier gibt es so viele Wege. Hier gibt es so viele Wege. Ich bin schon wieder am Rad hier. Ich glaube, wir müssen eh hier lang. Sieht nämlich gut aus. Ja, das sieht nach einem Schlachtfeld aus, definitiv. I hope you are ready to be humiliated. I hope you are ready to be humiliated. No, the battle rages on. My sister is surrounded. We have to help her come. I hope you are ready to be humiliated. I hope you are ready to be humiliated. Wir helfen einfach mal mit. I hope you are ready to be humiliated. Drink a potion. Found the Dara Grimmaterem Dam. Wir mischen uns jetzt einfach mal in einen Krieg ein, mit dem wir nichts zu tun haben. You are too late, Ciara. Mother has fallen and we are defeated. No, no, no. This is not fair. I am so sorry. Who is this woman? She resembles one of us but is dressed like a Renaigzi. I am the ambassador of the Congregation of Merchants. I am sorry for your loss. The Congregation? And what side are you on in this war? Those that massacre our people. Esseld, calm down. You know that Mother sent me to seek out allies. You show up when the fight was nearly over. Was this part of your plan? You know that these monsters are taking our own. They must make honorable amends. Moment mal. Also, ich bin wirklich, auch so oder so wäre ich auf der Seite, die die Ureinwohner einer Insel oder eines Landes nicht abschlachtet. Denn ich bin immer noch der Meinung, es ist ihr Land und entweder akzeptieren sie, dass wir da hinkommen und man lebt zusammen oder man lässt es halt bleiben und besiedelt halt nicht. Auf die kürzliche Niederlage bestehen,
über die Neutralität der Kongregation sprechen, Charisma Eschel davon überzeugen, auf Rache zu verzichten, Vision an das Ritual des Todes erinnern. Haben wir nicht. Nehmen wir mal Charisma. We did our best to come as fast as we could, and I fought by your side. Please, please take the time to at least hear me out. There has already been enough death, and you were wounded. This is not the time for vengeance. You may be right. Waiting for my vengeance will make it taste all the sweeter. I feel weak. Might I ask you to watch over our own Ciara? I must return to the village. Go on ahead. We will tend to the wounded. Won't we now? Yes. We will do everything we can. And find my mother. Or her body, if she is indeed dead. Look at this massacre. How? Find her banner. It bears the symbol of our clan. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was war denn das Symbol des Clans? Die brennt hier noch. Heile alle Überlebenden. 4 Stunden, 45 Minuten. Heile alle Überlebenden. Oh mein Gott. These ruins are very strange. By what name did you call this place again? Dadida Keaton Nadagays. There was once a battle in the past. A great victory for our clans. Strange indeed. These walls are completely foreign to the styles of your own dwellings. Does this name that you gave the ruins mean anything in particular? Yes. It means ruins of the first guardian. I would like to dig around a little on the site. We might be able to unearth clues as to who actually built them. Ja, aber erstmal machen wir jetzt. This way. There is a survivor. Let's heal him. Ach so. You can walk now. Return to the village. We must make sure that there are no more survivors. Ach so, meinen die das. Hier nehme ich das nämlich erstmal mit. Also, dass man überhaupt nicht nachfragt, dass die beiden, das ich meine, es ist ja nicht so, dass das Mal jetzt nicht auffällt, ne? Da ist auch noch einer. Ich sehe ihn da sitzen. Over there. I think that man is still breathing. Let's make sure. You now have enough strength to return to the village. Find Arwand. He will take care of you. Ich dachte erst, da würde auch noch einer sitzen. Aber das mit der Zeit ist ja auch cool, ne? Ich meine, wir haben jetzt nur so und so viel Zeit, ansonsten sind die tot. Und das wirkt sich wahrscheinlich auch noch aus, ne? Also Entscheidungsmöglichkeit. Oh, geil. So. Over there. I think that man is still breathing. Let's make sure. Gut, den hätte ich jetzt fast übersehen, ey. You can walk now. Return to the village. We must make sure that there are no more survivors. Ich gehe jetzt auch gleichzeitig mal überall lang. Over there, I think that man is still breathing. Let's make sure. You now have enough strength to return to the village. Find Arwand. He will take care of you. Ah, das sind Ruinen hier. Mein Gott, hier. Zu viel zu gucken. So. 5 Stück habe ich gehabt. So, müsste ich jetzt nicht fertig sein hier? Da oben noch hin, ne? Da sitzt einer. Another warrior who survived. I do not think that we will find any more of them now. We healed them all, thanks to you. May the grass always be soft beneath your feet. Dankeschön.
Ja, müssen natürlich noch ihre Mutter finden. Die ja noch mit dem Banner zugange ist. Da hinten liegt sie auch. Das Banner ist unverkennbar. I beg of you, help me. And still you dare to breathe. How can you hope that I am here to save you? No, I... What have you done with my mother? Pity, I beg of you. I don't want to die. Then answer! Siora. Scheiße. Das Richtige wäre zu sagen, sie davon zu überzeugen, aufzuhören. Aber ich stelle mir das jetzt gerade vor, wenn das meine Mutter wäre, wenn ich in dieser Situation wäre. Ich meine, die können nichts dafür. Die fangen ja Krieg an. Wir wollen die nicht hier und also die wollen die da nicht. Und ne, und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich entscheide jetzt so, wie ich wirklich wäre. Und ich würde sagen, klar, los, räch ich an dem Arsch, denn... Er ist genauso verantwortlich für den Krieg wie alle anderen auch. Need some help? They took her. The Queen. Ah. We must find her. I will not leave her to their whims! If your mother is in the hands of the bridge, they'd have taken her to their closest camp. Promise me that we will do everything we can to bring her back. Ja, werden wir tun, keine Sorge. Da kann ich nirgendwo hin, okay. Ja, meine Güte, nee. Was hier nicht alles los ist. Da sind noch so... Na, wie... Durchsuche die Ruinen ist schon. Okay. Wo muss ich denn dann? Dafür hin? Kann ich hier runtergehen ganz normal, oder? Ich denke nicht. Nee, ich muss nach oben. Aber ich möchte die Ruine jetzt trotzdem mal erkunden, weil ich bin jetzt gerade halt in der Nähe, ne? Scheint nicht so, als wenn ich jetzt auf den richtigen Weg wäre. Nee, so hau ich ja wieder ab. Okay. Das ist komplett falsch. Ich kann hier eine Treppe hoch, das habe ich jetzt gerade erst gesehen. Was hier so ist. Das sah gerade so aus, als wenn sich der Busch bewegt hätte. Das ist so uralt. Look, there are some images on these walls. Let's get closer. Oh, da, Tatsache. This is the first time I've seen these drawings so closely. You have never come here. You certainly seem to know the place. This site is sacred and taboo. Everyone knows where it is, but no one ever comes here. All these colors are so beautiful. I never would have imagined that they could create something so delicate. Who are you talking about?
of those who built these lodgings, that my ancestors vanquished in a past war. You know who they were? I only know the legend. The legend of Didakid and Nadaiges. I'm listening. It is said our people lived peacefully until the men appeared from the sea, intent on making our lands their own. They dug great caverns into the earth, ripped down our forests, destroying everything in their wake. They were evil. The warriors killed so many people that even their own people came to fear them. Here, they built a terrible city that spewed out clouds of cinder and death. Our kings and queens were desperate. They went to the heart of our island, and the island heard them. From the woods appeared the first guardian. He was taller than a city, and with each step, it smashed a lodging. It was a guardian of wrath, and the city could not resist him. Since then, the earth answers our call for magic, and in exchange, we become all Manawi, in keeping with the pacts our kings and queens once made. It is a very sad and terrible legend. I wonder who these people from the sea could have been. A people from the continent, no doubt. Our Malachor might well be the cursed result of that war from another age. We have nothing more nor anyone else to find here. I must report all we've learned to Constantine. Ja, interessant. Ich habe eine Vermutung, dass die beiden miteinander verwandt sind. Ich hoffe, wir können mit Ciora nicht eine Beziehung eingehen. Ich weiß nicht, die beiden sehen sich ja jetzt sehr ähnlich, würde ich jetzt nicht sagen. Aber das mit dem Mal, das könnte so ein Geburtsmal sein, ne? Zwillinge? Ich weiß nicht. Geschwister? Keine Ahnung. Das ist ja über unserem Vater nicht so bekannt. Na gut, ich muss mich verabschieden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.